Dementsprechend begrüße ich erstmal alle hier ganz herzlich in dieser Runde. Mein Name ist, wie Sie es doppelt und dreifach sehen können, Pablo Schneider vom Deutschen Kunstverlag und ich bin für den Programmbereich Kunst und Wissenschaft im DKV zuständig. Der Deutsche Kunstverlag feiert ja in diesem Jahr, wie vielleicht etliche von Ihnen wissen, 2021 sein 100-jähriges Bestehen und aus diesem Anlass veranstalten wir eine Reihe mit insgesamt 7 Vorträgen unter dem Oberthema Gemeinsam für die Kunst zur Rolle der Kunstbuchverlage in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Das ist sozusagen unsere thematische Klammer um das ganze Unternehmen und wir sind hier heute dann auch beim zweiten Vortrag mittlerweile angekommen. Die Reihe findet in Corona-Zeiten, Sie sehen es, schon unter etwas anderen Bedingungen statt, möglicherweise heute Abend bei diesem, zumindest bei mir, sehr schon herbstlichen Wetter, gar nicht so schlecht, wenn einige von Ihnen oder viele von Ihnen sich zu Hause befinden und nachher nicht mehr irgendwie durch Sturm und Regen müssen, so könnte das mit Zoom vielleicht auch Vorteile haben. Wie es gerade eben schon mal anklang, werden wir diesen Vortrag und jetzt auch schon das Prozedere davor aufzeichnen und später über unsere Social-Media-Kanäle zur Verfügung stellen. Daher sind jetzt zunächst alle Ihre Mikrofone und Kameras ausgeschaltet. Dieses werden wir aber, und das ist ganz wichtig, ab am Ende ändern. Dann werden die Kameras und Mikrofone angeschaltet werden können, sobald dann eben auch die Aufzeichnung beendet wurde. Das ist sozusagen aus datenschutzrechtlichen Gründen so, aber dann können wir uns in unserer heutigen Runde auch wirklich sehen und gemeinsam diskutieren. Ich glaube, das wird einiges auch atmosphärisch erleichtern und wir brauchen nicht unbedingt diesen Chat zu nutzen. Wer also da nicht reinschreiben möchte, ist herzlich eingeladen zur Diskussion und wer trotzdem das über den Chat machen möchte, natürlich auch, aber nachher haben wir eben die Möglichkeit, Gott sei Dank, die Kameras anzuschalten. Soweit die erstmals die technischen sozusagen Umgebungen, die wir heute haben. Und es freut mich jetzt sehr, unseren heutigen Vortragenden begrüßen zu dürfen. Herr Professor Salecki ist Leiter des Landesamts für Denkmalpflege in Bremen und Vorsitzender der DEHIO-Vereinigung. Und diese trägt den Untertitel Wissenschaftliche Vereinigung zur Fortführung des kunsttopografischen Werkes von Georg DEHIO, was bereits zentral auf unsere heutige Thematik hinweisen dürfte. Doch zunächst eine kurze Vorstellung zur Person. Grüß Sie, Sie sind zu sehen, wunderbar. Ja, das freut mich. Es gibt ja immer noch Zeichen und Wunder. Absolut, meinen Namen haben Sie noch beibehalten, aber ich glaube, das werden wir durchhalten, ohne Verwirrung zu stiften für heute Abend, denke ich mal. So, eine kurze Vorstellung, Herr Salecki hat seinen wissenschaftlichen Schwerpunkt in der Architekturgeschichte und dieser ist inhaltlich weit gefasst, beinhaltet die kirchliche Architektur des Mittelalters, aber ebenso künstlerische Austauschprozesse im 17. Jahrhundert, wie dies bereits seine Dissertation mit dem schönen Titel Deutsche Architektur zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges, der Einfluss Italiens auf das deutsche Bauschaffen zeigte. Oder auch die Bauten der 1960er Jahre, wie etwa jener der Bremer Bürgerschaft von Wassily Lukács, zu der er gemeinsam mit Eberhard Syring und Volker Plagemann publiziert hat. Herr Salecki war zunächst für die Denkmalpflege des Saarlandes tätig und wechselte 2001 als Landeskonservator nach Bremen. Er lehrte an der Universität Trier und der des Saarlandes. Aktuell unterrichtet er an der Universität Bremen mit dem Schwerpunkt Architektur des Mittelalters, der Renaissance, der Industriekultur sowie der Theorie der Denkmalpflege. Ich glaube, fast umfassender geht es kaum in dieser Breite von Mittelalter bis Theorie der Denkmalpflege. Und gerade die Theorie der Denkmalpflege wird sicherlich ein Aspekt sein, der heute in der heutigen Diskussion auch noch zum Thema wird. Wie bereits angesprochen, ist Herr Salecki Vorsitzender der DEHIO-Vereinigung und ist somit eng mit einem Publikationsvorhaben verbunden oder einer Publikationsreihe, die eigentlich, kann man sagen, zur DNA des DKV gehört, dem Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler. Dieses 1900 gegründet,
erscheint seit 1929 im DKV und so kommt für uns bereits das nächste Jubiläum eigentlich in Sicht, auch wenn das noch ein paar Jahre sind, aber sowas will ja auch vorbereitet sein, 1929 im DKV. Die Bände des DEHIO, also das muss man auch erstmal schaffen, mit so einer Publikationsreihe zum Schlagwort zu werden, erscheinen kontinuierlich und immer wieder in immer wieder aktualisierten Fassungen, die auch unser sich wandelndes Kunst- und Denkmälerverständnis dokumentieren. So ist der DEHIO selbst ein Objekt des kollektiven Kulturerbes, vielleicht könnte man auch bald sagen, ein Objekt des Weltkulturerbes. Und so freuen wir uns auf den heutigen Vortrag mit dem Titel Georg DEHIO und das Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler. Und Herr Salecki, ich übergebe Ihnen das Wort und auch den Bildschirm. So, ganz herzlichen Dank, Herr Schneider, für die Einführung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die ich nicht sehe und man gewöhnt sich einfach nicht an diese Situationen dieser Online-Vorträge. Das ist nicht der erste, den ich in dieser Art halte, wo man ins Nichts hineinspricht und keine Gesichter sieht. Das ist bedauerlich, aber es ist halt so. Ich komme mir vor wie ein Radiomoderator, der seine Zuhörer draußen jetzt anspricht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Schneider hat mich ja schon etwas eingeführt und deswegen steigen wir gleich in Medias Res ein, denn es ist ja ein besonderer Anlass, 100 Jahre Deutscher Kunstverlag von 1921 bis 2021. Das ist ein Anlass, einige Stationen dieses renommierten Verlages Revue passieren zu lassen. Der Deutsche Kunstverlag, dessen Name bereits seine Ausrichtung verdeutlicht, wird in diesem Festjahr im Rahmen einer Reihe von Vorträgen vielfältig beleuchtet und gewürdigt. Meine Aufgabe und mein Anliegen als Redner des heutigen Tages ist es dabei, einen mir gleich mehrfach nahestehenden Schwerpunkt der Verlagstätigkeit zu betrachten. Herr Schneider hat das in der Beschreibung erwähnt, die Denkmalpflege ganz allgemein. Schaut man auch in das aktuelle Programm sowie in die Listen früher erschienener Publikationen des Kunstverlages, erkennt man diese Ausrichtung an zahlreichen Flaggschiffen aus dem Bereich der Denkmalpflege. Seit Gründung des Verlages am 1.7.1921 sind immer wieder wissenschaftliche Reihen, Einzelpublikationen aus dem Bereich der Denkmalkunde veröffentlicht worden, wozu unter anderem Reihen von Jahrbüchern der Denkmalpflege, viele Denkmalinventare, Kunstführer oder Monographien herausgegeben, entweder von der Vereinigung der Landesdenkmalpfleger, von einzelnen Landesdenkmalämtern oder verwandter Institutionen oder natürlich auch Einzelautorinnen und Autoren zählen. So erscheinen auch unter dem Dach des DKV die wissenschaftliche Fachzeitschrift der Bundesdeutschen Denkmalpflege, kurz die Denkmalpflege, früher Deutsche Kunst und Denkmalpflege und es gab auch andere Benennungen, sowie eben auch das Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler, kurz der DEHIO. Zu beiden habe ich, wie schon beschrieben, eine besondere Beziehung, die mich heute autorisiert, zu Ihnen zu sprechen, nämlich als Vorsitzender der DEHIO-Vereinigung. Exakt heißen wir übrigens Wissenschaftliche Vereinigung zur Fortführung des kunsttopografischen Werkes von Georg DEHIO, sowie auch als stellvertretender Vorsitzender der Vereinigung der Landesdenkmalpfleger. Und so wundert es Sie also nicht, wenn ich heute öfter den Schwerpunkt oder öfter über Denkmalpflege spreche. Bei den beiden letztgenannten Publikationen des DKV liegt der Ursprung in den Jahrhundertwendejahren 1899-1900. Und sie sind auch beide Ereignisse, der sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts institutionalisierenden Denkmalpflege. 1899 und 1900 waren entscheidende Jahre, in denen sich die Grundsätze und die Theorien der Denkmalpflege festigten. Georg DEHIO und sein Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler soll dabei heute im Mittelpunkt stehen. Jedoch ist DEHIOs Idee eines Handbuches im Kontext der Entwicklungen der Kunstgeschichte und der Denkmalpflege zu sehen, auf die ich deshalb im Sinne einer sehr kurz gefassten kleinen Wissenschaftsgeschichte eingehen möchte. Als guter Wissenschaftler gebe ich natürlich gerne auch meine Quellen an, auf die ich mich unter anderem gestützt habe. In diesem Fall jetzt auch besonders gerne, da damit erneut dem Jubilar, dem Kunstverlag, ein großer Respekt gezollt werden kann.
Unter anderem war die im Jahr 2000 erschienene grundlegende Publikation mit dem Titel 100 Jahre Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler sehr hilfreich, natürlich vom Deutschen Kunstverlag herausgegeben. Immerhin vor 95 Jahren, also bereits kurz nach Gründung des Verlages, begann der gemeinsame Weg von DIHEO Handbuch und Deutschen Kunstverlag. Bereits 1926 erschien der erste Band dieser schon bestehenden Reihe im Kunstverlag, und zwar die Neubearbeitung von Band 2, Nordostdeutschland. 1927 folgte dann die unveränderte Neuauflage von Band 1, Mitteldeutschland, und Band 5, 1928, Nordwestdeutschland im DKV. In diesem Jahr des Übergangs, 1926, kam parallel noch die Neubearbeitung von Band 4, Südwestdeutschland, bei Wasmuth heraus. Das heißt, also bereits 1926, nicht wie so oft zu lesen ist, 1928 oder 1929, war der Übergang des DIHEO von Wasmuth zum Deutschen Kunstverlag, wie mein eigener persönlicher privater Buchbestand ja belegt. Aber betrachten wir nun zunächst die Anfänge und versuchen einen Eindruck zu erhalten von der Geisteshaltung, aus der die Idee eines topografischen Handbuchs entstanden ist. Dazu müssen wir einen Blick werfen auf den Beginn der Institutionalisierung der Denkmalpflege, den wir allgemein ins frühe 19. Jahrhundert setzen können. Es gab zwar sogar schon davor Ansätze von bewusstem Erhalt historischer Zeugnisse, eine Art denkmalpflegerischen Denkens, wie Wolfgang Götz, übrigens mein Doktorvater, in seiner vielbeachteten Leipziger Dissertation Beiträge zur Vorgeschichte der Denkmalpflege vor 1800 herausgearbeitet hat. So wundern Sie sich wahrscheinlich auch nicht, dass ich Denkmalpfleger geworden bin bei diesem akademischen Lehrer. Nur einige wenige Beispiele seien eingangs erwähnt. So gab es während der Hochkultur der römischen Spätantike bereits ein großes Interesse an vergangenen, untergegangenen Kulturen. Bildungsreisen nach Griechenland und Vorderasien, begeisterte Sammeltätigkeit und der bewusste Erhalt von Ruinen bzw. die gezielte, erhaltende Umnutzung von älteren Tempeln waren üblich und können durchaus als Vorformen von Denkmalpflege bezeichnet werden. Im Codex Theodosianus von 438 wurde etwas später, in der frühen nachrömischen Zeit, auch ausdrücklich Regelungen für den Umgang mit Denkmälern der Vergangenheit getroffen, die auch als solche, die Denkmäler, als solche identifiziert und topografisch gelistet wurden. In der Nachfolge gab es unter Theoderich Anfang des 6. Jahrhunderts nicht nur weitere Bestimmungen zur Pflege von Altertümern, sondern Theoderich setzte sogar einen Architectus Urbis mit der Aufgabe der Restaurierung antiker Ruinen ein. Theoderich hatte auch die Fürsorge um die Schönheit der Städte im Blick. Als politisches Programm wollte er damit seine Macht legitimieren, indem er die antiken Bauwerke erhielt oder ihnen nacheiferte, um sich als rechtmäßiger Nachfolger des Imperium Romanum darzustellen. In diesem wie in anderen Punkten berief sich der Frankenkönig, später Kaiser, Karl der Große, unter anderem auf Theoderich und gab ebenfalls konkrete Verordnungen zum Erhalt von Denkmälern heraus. Die politische Macht Karls sollte sich auf die spätantiken Traditionen berufen können, was er mit symbolhaften Aktionen wie Spolienverwendung bei Neubauten, Erhaltung, bewusste Erhaltung antiker Reste und antikisierende Haltung bei Neubauten unterstrich. Deshalb sprechen wir für das frühe 9. Jahrhundert von der karolingischen Renaissance als eine Art Wiedergeburt der Antike. Über den Frankenkönig Karl schreibt sein Biograf Einhard, ich zitiere, hauptsächlich befahl er, wo in seinem ganzen Reiche er von verfallenden Gotteshäusern hörte, den Bischöfen und Äbten, denen ihre Unterhaltung oblag, sie wiederherzustellen und ließ durch seine Sendboten die Ausführung seiner Befehle überwachen. Zitat Ende. Auch hier war der Grund natürlich primär Machtlegitimation in Form der karolingischen Renaissance als Wiedergeburt des Römischen Reichs.
Ähnliche Beispiele gab es mehr und sicherlich müssen auch in dieser frühen Phase königliche Schreiber Listen, topografische Inventare angelegt haben, an welchen Orten man eben erhaltenswerte Bauten oder Reste antiker Bauten vorfindet. Auffällig war auch bei der fränkischen Missionierung, dass bereits die fränkischen Könige, also vor Karl, und ihre Hausmeier den Mönchen gezielt Orte zuwiesen, an denen sie in ehemaligen römischen Gutshöfen, in ehemaligen Poststationen oder in verfallenen Villenanlagen ihre Klöster gründen konnten, sollten. Anders als man es früher einmal vermutete, übernahmen die frühen Christen ganz bewusst bereits römisch geprägte Orte, um dort ihre Bischofssitze oder Klöster anzulegen. Es handelte sich oftmals um römische Heiligtümer, die für den neuen Glauben umgewidmet wurden, aber sicher war auch die Nutzung des Potenzials bestehender Bauten und durchaus auch einfach wegen des Baumaterials dieser Gedanke förderlich. So wurde zum Beispiel der erste Dom in Trier in einer von Kaiserin Helena geschenkten Palastanlage um 320 angelegt. Aber hier waren es ja noch die römischen Herrscher, Konstantin selbst, der das Christentum mit seiner Mutter Helena förderte und deswegen eben römische Anlagen zur Verfügung stellte. Aber auch unter den späteren fränkischen Herrschern nutzte man antike Ruinen. Plektrudis beispielsweise, die Frau des merowingischen Hausmeiers Pippin, gründete 690 ein Nonnenkloster in den Resten des antiken Jupitertempels auf dem Kapitol in Köln, das fortan St. Maria im Kapitol hieß. Oder die sogenannte irische Mission unter dem Mönch Columban gründete fast ausschließlich ihre Klöster in antiken Städten, so die französischen Klöster Annecy, Luxeuil, Remiremont in den ehemaligen römischen Heiligtümern von Castrum Anacrates, Villa Luxovium und Castrum Habendum. Alles dies geschah ab 575. Da die Erlaubnis, diese Stellen zu besiedeln und zu nutzen, immer von königlicher Seite kam, muss also dort auch die Kenntnis von dem Baubestand an diesen Orten bestanden haben. Wir müssen davon ausgehen, dass es sozusagen Altertümerverzeichnisse gegeben hat. Erhalten hat sich aus dieser Zeit davon, von diesen Auflistungen allerdings nichts. Wir beobachten also, schon immer wollten die Menschen wissen und erkunden, was um sie herum existierte, welche Bedeutung und welchen materiellen und welchen ideellen Wert es besitzt. Doch konkrete Nachweise für eine quasi wissenschaftliche Inventarisierung mit dazu angelegten topografischen Verzeichnissen haben wir konkret erst für die Renaissance. Im 16. Jahrhundert wurde unter Papst Leo X., das war ein Medici-Papst, 1516 eine Behörde zum Erhalt des römischen Forums eingerichtet. Dieser Behörde stand der Maler und Architekt Raffaello Santi vor, der auch gerade mit dem Neubau des Petersdoms beschäftigt war. Es wurden im römischen Forum Ausgrabungen durchgeführt, Dokumentationen erstellt, Denkmälerverzeichnisse angelegt. Und es entsteht unter Leo X. eine Topographie des antiken Rom und seiner Denkmäler. Raphael, der Beauftragte selbst, schreibt dazu, ich zitiere, da mir also von ehrwürdiger Heiligkeit befohlen worden ist, einen Plan von dem antiken Rom, insoweit man es noch erkennen kann, zu fertigen, so habe ich vermittels dessen, was noch gegenwärtig die Gebäude mit jenen Überresten zeigen, zu erkennen gesucht und gefunden, dass sie mittels sicherer Anzeigen unfehlbar wieder in ihrer vormaligen Gestalt hergestellt werden können. Also eine Dokumentation, letztlich sogar mit dem fiktiven Ziel, auch etwas wiederherzustellen. In späterer Zeit entstanden immer mehr Verzeichnisse, Inventare oder Führer. Einen großen Fortschritt in diesem Gedanken brachte dann das Zeitalter der Aufklärung. Ende des 18. Jahrhunderts begann das Bürgertum, im Zuge einer gesellschaftskritischen Bewegung sich zu emanzipieren. Jean-Jacques Rousseau,
Rousseaus politische Philosophie und die darin ausgesprochene Kritik an den moralisch verwerflichen Zuständen allgemein und der adligen Gesellschaft dieser Zeit im Besonderen lösten Sehnsüchte nach früheren, vermeintlich besseren Epochen aus, sowie den Wunsch, durch Aufklärung und Bildung bestehende Ungleichheiten zu nivellieren. Rousseaus Abhandlungen ebneten einerseits den Weg für die Französische Revolution und die Säkularisierung, andererseits aber auch für die unter dem oft missverstandenen Stichwort zurück zur Natur vor sich gehende Rückbesinnung auf allgemeine frühere Werte, die man unter anderem in einer romantischen Verklärung des Mittelalters suchte, mit dem man sich dann eben auch intensiv beschäftigte. Unter diesem Einfluss verfasste Johann Wolfgang von Goethe eine Art Inkunabelschrift für die deutsche Denkmalpflege. Von deutscher Baukunst, 1771 erschienen und im Geiste der Aufklärung entstanden, ist ein Plädoyer für den unersetzlichen Wert der großen Kunstwerke. Hier des gotischen Münsters zu Straßburg, dem Goethe auch eine besondere nationale Identitätskraft zuwies. Diese schwärmerische Verehrung der altdeutsch-vaterländischen Kunst des Mittelalters wurde dann noch verstärkt durch die verheerenden Verwüstungen der Revolutionstruppen von 1793 bis 1795, als unter dem Schlachtruf Paix aux Chaumières, Guerre aux Châteaux, also Friede den Hütten, Krieg den Palästen, zahllose Klöster und Schlösser samt ihrer Kunstschätze niedergebrannt wurden. Und das übrigens nicht nur in Frankreich. Dem folgten in Deutschland der Reichsdeputationshauptschluss von 1803 mit der Auflösung und dem Untergang zahlreicher geistlicher Kulturgüter sowie die Napoleonischen Kriege und Besetzungen von 1806 bis 1815. Zwischenzeitlich hatte sich bereits eine andere Aktion, eine enorme Begeisterung für ein weiteres Nationaldenkmal hervorgerufen. Der Berliner Architekt David Gilly war zusammen mit seinem Sohn Friedrich 1794 zur Begutachtung des Zustandes der ehemaligen Deutschordensniederlassung nach Marienburg in Westpreußen gereist. Nach der Rückkehr präsentierte Friedrich Gilly 1795 eine Reihe von Zeichnungen in der Berliner Bauakademie, die ein großes Interesse an diesem mittelalterlichen Bauwerk auslöste und eine Bürgerbewegung für den Erhalt und die Wiederherstellung dieses Denkmals deutscher Geschichte in Gang setzte. Die Restaurierung der Marienburg erfolgte dann ab 1815 nach dem Ende der Napoleonischen Kriege und der Neuordnung Europas durch den Wiener Kongress 1815. Das war ohne Frage ein Schlüsseljahr. Es waren also somit diese teilweise widersprüchlichen Ereignisse wie die Aufklärung, die Französische Revolution mit den folgenden Revolutionskriegen und ihren bewussten Zerstörungen bisheriger hergebrachter Kulturwerte, die dann folgende napoleonische Diktatur wieder mit zerstörerischen Kriegen und die dann folgende Säkularisierung, die zum Verlust zahlreicher traditioneller Kunst- und Kulturwerte führte. Dieses plötzliche Verlustempfinden löste den Wunsch nach Rettung und Erhalt historischer Werte aus. Nun war die Zeit reif für einen sehr konkreten Vorschlag. Karl Friedrich Schinkel verfasste im Herbst 1815 sein Memorandum zur Denkmalpflege, was ohne Zweifel als die Geburtsstunde der modernen Denkmalpflege angesehen werden kann. Schinkel, der Schüler von Friedrich Schilly gewesen war, legte dem preußischen König eine drastische Beschreibung des Zustandes der historischen Bauten vor und erforderte die Erhaltung aller Denkmäler und Altertümer unseres Landes, damit die gedankenlose Zerstörung des baulichen Erbes beendet werde. Die allgemeine Verwaltung und die Baubehörden hätten nicht ausreichend Gespür hierfür, so Schinkel. Es bräuchte eigene Schutzdeputationen mit breiten kulturellen Kenntnissen. Schinkel forderte weiter, das Vorhaben müsse natürlich auch durch entsprechende Verordnungen legitimiert werden. Auch konkrete Vorschläge des Vorgehens wurden schon in dieser Schrift von 1815 gemacht. Zunächst müssten natürlich Denkmälerverzeichnisse, topografische Auflistungen angelegt werden, welche Bauten denn überhaupt erhalten sind und aus welchen Gründen sie erhaltenswert seien
Und so forderte Schinkel also nichts anderes als ein Verzeichnis der Kunstdenkmäler. Beachtlich ist auch der von Schinkel hier 1815 bereits angewendete Denkmalbegriff, der relativ weit gefasst ist und weit über Kirchen und Schlösser hinausgeht. Er geht bis zu Funktionsbauten, die er auch als erhaltenswerte Altertümer ansah. Hinzu kamen auch Ausstattungsstücke, die aufgelistet werden sollten, wobei Schinkel dafür plädierte, diese vor Ort in situ zu belassen und nicht nach dem Grundsatz zu handeln, ich zitiere Schinkel, nach welchem die Franzosen verfahren, alles einigermaßen Wichtige von seiner Stätte fort in das große Museum der Hauptstadt zu schleppen. Zitat Ende. Diese Äußerung zeigt, dass grundsätzlich die Entwicklungen in anderen Ländern, besonders in Frankreich und England, beobachtet wurden und man Anregungen von dort aufnahm, die Entstehung von Denkmalpflege in dieser Zeit also ein europäisches Phänomen war. Es waren einerseits die Grundlagen der Aufklärung, die die Denkmalpflege und daneben auch die historischen Wissenschaften und die Bau- und Kunstgeschichte als Fach entstehen ließen. Andererseits war es die Romantik, die in schwärmerischen Idealisierungen die Schönheit und die Bedeutung der eigenen vaterländischen Denkmäler erkannte. Darüber hinaus waren es die politischen Ereignisse der Revolutionskriege und der Säkularisierung sowie die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Umwälzungen, auch gerade der beginnenden industriellen Revolution, die tiefe Veränderungen und hohe Verluste und Zerstörungen von Kulturgut mit sich brachten. Schinkels konkreter Vorschlag zur Schaffung einer eigenen Denkmalbehörde wurde nicht direkt umgesetzt. Allerdings wurde eine Kabinettsorder am 4. Oktober 1815 zum Schutz von Denkmälern vor wesentlichen Veränderungen erlassen. Von nun an begannen alle deutschen Länder, sich dem Thema Denkmalpflege zu widmen. Zaghafte Ansätze gab es auch da zuvor bereits in anderen Regionen. So erließ zum Beispiel der Markgraf Alexander von Brandenburg-Ansbach-Bayreuth schon 1771, konkretisiert dann im Jahr 1780, eine Verordnung der Erhaltung der im Lande befindlichen Monumente und Altertümer. Es folgte 1780 der Landgraf Friedrich II. Von Hessen-Kassel mit einem entsprechenden Erlass, wobei beide Mal die Denkmaldefinitionen doch noch sehr stark eingeengt waren. Etwas weiter griff dann 1818 die Verordnung von Ludwig I. von Hessen-Darmstadt, der sicher unter dem Eindruck der oben skizzierten preußischen Entwicklungen das erste Gesetz in Deutschland erließ, das als eine Art Denkmalschutzgesetz angesehen werden kann. Es sollte natürlich zunächst eine Liste erhaltenswerter Baudenkmäler erstellt werden und die Behörden wurden verpflichtet, deren Erhalt zu gewährleisten. Veränderungen an Baudenkmälern wurden Anzeige- und genehmigungspflichtig. Eine eigene Denkmalbehörde wurde aber auch in Darmstadt noch nicht eingerichtet. Die Aufsicht nahmen die Baubehörden wahr. Die erste eigene Denkmalbehörde wurde dann in Bayern gegründet, wo 1835 Sulpice Boiseret zum Generalinspektor der plastischen Denkmale ernannt wurde. Dazu zählten auch die Gebäude. Dem schon 1837 dann der bayerische Architekt Friedrich von Gärtner als Generalinspektor folgte. Waren die bayerischen Einrichtungen aber noch nebenamtlich auch mit anderen Angelegenheiten betraut, so wurde dann 1843 der nächste entscheidende Schritt in der Entwicklung der Denkmalpflege in Preußen Ferdinand von Quast als erster hauptamtlicher Konservator in Deutschland ernannt. Dem folgten aber schon 1858 Württemberg und dann 1868 Bayern mit festen hauptamtlichen Konservatoren, womit die Institutionalisierung der Denkmalpflege ihren Lauf nahm. Es fehlten aber weiterhin konkretisierende gesetzliche Regelungen. Gegen die Gründung von Denkmalämtern und besonders gegen den Erlass von Gesetzen gab es auch vielfältigen Widerstand. Trotz der immer weiter sich entwickelnden Begeisterung für die Pflege der Denkmäler in breiten Schichten der Gesellschaft wurde eine Verstärkung der Denkmalpflege
bzw. die Erarbeitung von Gesetzen behindert und erstellte Gesetzentwürfe wurden oftmals schon sehr früh einkassiert. Allen voran bekämpften die Kirchen, der Adel und die Finanzverwaltungen diese Bemühungen, was zum Beispiel in Bayern begründet wurde mit der Formulierung, ich zitiere, die Bedürfnisse der Gegenwart, insbesondere auch in Fragen des materiellen Wohlstandes, müssen ein bedeutendes Übergewicht über die Sorge für die Erhaltung und das Verständnis von der Geschichte angehörenden Denkmälern haben. Zitat Ende. Auch rechtliche Probleme wegen des Eingriffs in das Privateigentum wurden immer wieder ins Feld geführt und behinderten eine kontinuierliche Entwicklung der Institution Denkmalpflege. Dies änderte sich auch nach der Reichsgründung 1871 zunächst nicht. Erst ab 1900 gewann die Denkmalpflege dann erheblich an Bedeutung. Allen voran war es die Heimatschutzbewegung, die als populäre und weniger akademische Strömung auch den Gedanken der wissenschaftlichen Denkmalpflege unterstützte. Mit dem ersten Tag der Denkmalpflege im Jahre 1900 in Dresden abgehalten, organisierte sich die Denkmalpflege auch überregional und initiierte eine denkmaltheoretische Diskussion. Diese wurde auf den jährlich stattfindenden Tagen für Denkmalpflege geführt. Wir kommen darauf zurück. Bevor wir uns den Ereignissen der Jahre 1899-1900 konkret zuwenden und die tatsächliche Geburtsstunde des Handbuchs der deutschen Kunstdenkmäler betrachten, werfen wir noch einen Blick auf die Entwicklung der Kunstinventare und Kunsttopografien des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Schinkels Memorandum forderte als ersten Schritt Denkmalverzeichnisse. Schutzbehörden wurden zwar nicht eingerichtet, wie wir gehört haben, aber das preußische Innenministerium ließ ab 1819 Listen aufstellen, in denen die nach damaliger Auffassung bedeutenden Objekte mit knappen Beschreibungen verzeichnet wurden. Von 25 preußischen Regierungsbezirken wurden immerhin 19 bearbeitet, jedoch mit sehr unterschiedlichen Qualitäten. Ein einheitlicher Maßstab war bedauerlicherweise nicht vorhanden. Eine Prämisse, die später von Georg de Hio als wichtig herausgehoben wurde. Ganz ähnliche Entwicklungen sind in Württemberg zu beobachten, wo ab 1824 sogenannte Ortsamtsbeschreibungen bearbeitet wurden, die statistische Angaben zu den topografischen, geografischen, politischen und kirchlichen Verhältnissen im Lande aufführten, wobei die Sachdenkmäler eingeschlossen waren. Also eine Art kleine topografische Beschreibung. Das in Preußen folgende Zwischenspiel wollen wir überspringen. Nach französischem Vorbild wurde in Preußen versucht, über eine Fragebogenerfassung sich den gewünschten Überblick zu verschaffen. Dies scheiterte aber an den vor Ort nicht vorhandenen kompetenten Persönlichkeiten. Es wurde mit diesem Misserfolg klar, dass die Erstellung eines Denkmälerverzeichnisses eine anspruchsvolle wissenschaftliche Aufgabe ist, für die man Personen benötigt, die über Fachkompetenz verfügen. Dass sich parallel im 19. Jahrhundert entwickelnde Universitätsfach Kunstgeschichte lieferte schließlich die Ressourcen dafür. Georg de Hio war selbst ja Universitätsprofessor, worauf wir auch noch einzugehen haben. Die deutsche Kunstdenkmälerinventarisation, die schließlich in den 1860er Jahren Fahrt aufnahm, war damals Ländersache, so wie sie auch heute dem Föderalismus unterworfen ist. Und es gab somit schon immer das Problem des fehlenden einheitlichen Überblicks und auch uneinheitlicher Standards für ganz Deutschland. Dieser wissenschaftliche Flickenteppich war hinderlich beim Versuch, sich Überblicke über die Entwicklung der Baukunst in Deutschland zu verschaffen, wie es das Ziel der kunstgeschichtlichen Forschung eben war. Deshalb war es logisch, dass man bemüht war, dieses Defizit zu beheben. Das erste große, länderübergreifende kunsttypografische Werk, das dieses Manko beheben sollte, entstand 1862 und ist als eine epochale Leistung zu bezeichnen und diente auch Georg de Hio als Vorbild für sein späteres Handbuch. Wilhelm Lotz aus Kassel
eigentlich von Haus aus Chemiker, aber sehr an der Kunst und dem Bauwesen interessiert, avancierte durch weitere Ausbildung im Baufach zum Lehrer und arbeitete einige Zeit an der Gewerbeschule in Bremen. 1862 und 1863 erschien dann sein zweibändiges Werk Kunsttopographie Deutschlands, ein Haus- und Reisehandbuch für Künstler, Gelehrte und Freunde unserer alten Kunst. Das Vorwort von Wilhelm Lotz gibt Aufschluss über die Beweggründe. Ich zitiere: Die weit zerstreuten Nachrichten über Entstehung und Formenbildung der architektonischen, plastischen und Malerwerke, welche Deutschland in den großen Kunstepochen hervorgebracht hat, möglichst vollständig zu übersichtlichen Ganzen zu vereinigen, welches dem Künstler und Kunstfreund als Hilfsmittel beim Studium der vaterländischen Kunst und ihrer Werke, dem Gelehrten als Archiv und Repertorium, namentlich bei kunstgeschichtlichen Arbeiten, dem Reisenden als Wegweiser und Erklärer der Denkmäler dienen könne, ist der Zweck dieses gegenwärtigen Versuchs einer Kunsttopographie Deutschlands. Zitat Ende. Also ein profundes Handbuch, gleichsam für den Gelehrten wie für den Reisenden, war entstanden. Es stützte sich aber bereits auf die anlaufende Denkmalinventarisation, fasste nur deren Erkenntnisse kompakt zusammen. Wilhelm Lotz selbst arbeitete auch dann in der Denkmalerfassung und gab 1870 gemeinsam mit Heinrich von Dehn-Rothfelser den ersten echten deutschen Denkmalinventarband heraus, nämlich die Baudenkmäler im Regierungsbezirk Kassel. Diesem Vorbild folgten bald andere, so zum Beispiel in der preußischen Rheinprovinz, wo 1886 die Provinzialstände die Bau- und Kunstdenkmäler des Regierungsbezirks Koblenz vorlegten, bis schließlich Paul Klemen zum ersten Provinzialkonservator der Rheinprovinz ernannt wurde und ab 1890 ein groß angelegtes Inventarisationsprojekt startete, in dessen Verlauf zahlreiche Bände der Kunstdenkmäler der Rheinprovinz erschienen. Neben dieser topografischen, wissenschaftlichen Erfassung erarbeitete die neue Disziplin der Kunstgeschichte umfassende Darstellungen der historischen Baustile nach Epochen, oftmals auch länderübergreifend. So war das ab 1856 erschienene fünfbändige Werk Geschichte der Baukunst von Franz Theodor Kugler ein Meilenstein für die Rezeption vergangener Architekturepochen. Durch weitere intensive Aufarbeitung der Architekturgeschichte wurden schrittweise die Kenntnisse der unterschiedlichen Denkmäler der Epochen zusammengetragen. Genannt werden müssen hier neben den vielfältigen Werken von Wilhelm Lübcke besonders das ab 1887 erschienene siebenbändige Werk Die kirchliche Baukunst des Abendlandes, historisch und systematisch dargestellt von Georg de Hio und Gustav von Betzold. Damit sind wir nun bei Georg de Hio und seinen Tätigkeiten angekommen. De Hio und sein Freund von Betzold arbeiteten seit 1881 an diesem großen Meisterwerk, das den Arbeitstitel Codex besaß. Die Vorbereitung war mit vielen Reisen verbunden, für die die Autoren einen mehr als auskömmlichen, sehr großzügigen Vorschuss des Verlages erhalten hatten. 1898 erschien dann der zweite und abschließende Textband und 4 von 5 Tafelbänden lagen bereits vor. Der fünfte war von Autorenseite sozusagen fertiggestellt und es waren für die Drucklegung nur noch wenige Arbeiten zu erledigen. Dieses Projekt war damit sozusagen abgeschlossen. Das mag vielleicht die Idee eines neuen Großprojektes bei Georg de Hio befördert haben. Georg de Hio wurde am 22. November 1850 in Reval, das heutige Tallinn, in Estland geboren. Er wuchs wohlbehütet in einem bürgerlichen deutschen Haushalt auf. Sein Vater war Arzt, die baltisch-deutsche Familie war Kunst und Kultur interessiert. De Hio zeichnete gut und gerne und war von Architektur begeistert. 1869 begann er an der deutschsprachigen Universität von Dorpat, heute das estländische Tartu, Geschichte, Philosophie, Theologie,
Philologie und Jura zu studieren. Wegen einer Augenerkrankung, die ihn während seines Lebens immer wieder behinderte, musste er in der Berliner Charité behandelt werden und musste sein Studium unterbrechen. Ende des Jahres 1869 setzte er dann sein Studium fort, wechselte aber nach Göttingen, wo er bereits 1872 im Fach Geschichte mit einer historischen Arbeit über Hartwig von Stade, Erzbischof von Bremen-Hamburg, promovierte. Die 1861 gegründete Historische Gesellschaft Bremen verlegte die Arbeit von Dihio noch im gleichen Jahr als sechsten Band des Bremischen Jahrbuchs. Dihio siedelte nach München über, wo er an der dortigen Universität als Privatdozent lehrte und sein Dissertationsthema zur Habilitation ausweitete, indem er die Geschichte des Erzbistums Bremen-Hamburg bis zum Ausgang der Mission bearbeitete. In dieser Zeit verstärkte sich sein Interesse an der Kunst und besonders an der Architektur, befördert auch durch seine erste Italienreise 1876. Auch in seiner Lehrtätigkeit wechselte er allmählich vom Geschichtsfach in die Baugeschichte. Nun lernte Dihio Gustav von Betzold kennen, mit dem er weitere Reisen unternahm, unter anderem zu den gotischen Kathedralen Frankreichs und wieder nach Italien. Von Betzold war Architekt und wurde 1892 Direktor des Germanischen Nationalmuseums Nürnberg. Die beiden, Dihio und Betzold, der eine Historiker, der andere Architekt, trafen sich bei der Baugeschichte mit ihren Interessen und ergänzten sich hervorragend. So entwarfen sie also gemeinsam 1891 die Idee des schon erwähnten großen Überblickswerks über die kirchliche Baukunst, den Kodex, für den sie sehr schnell einen Verleger fanden. Die Kottasche Buchhandlung übernahm die verlegerische Verantwortung und gewährte den Bearbeitern einen großzügigen Vorschuss von 10.000 Mark, mit dem die beiden viele weitere Arbeitsreisen finanzieren konnten. Mitten in die Arbeit am Kodex erhält Dihio einen Ruf an die Königsberger Universität, wo er im Sommersemester 1883 seine Lehrtätigkeit mit einer Vorlesung zur kirchlichen Baukunst begann. 1884 erschien dann die erste Lieferung, die kirchliche Baukunst des Abendlandes, historisch systematisch dargestellt. In Königsberg lernte Dihio Charlotte Friedländer kennen, die Tochter eines Philologen. Das Paar heiratete 1884 und bekam vier Kinder noch in Königsberg, bevor man 1892 nach Straßburg umsiedelte, wo Dihio eine Professur an der seit dem Ende des Deutsch-Französischen Krieges 1872 wieder deutschen Kaiser-Wilhelm-Universität antrat. Er hatte sich gegen die Mitbewerber Heinrich Wölflin und August Spaso durchgesetzt, was deutlich macht, dass Dihio zu den anerkannten Wissenschaftlern der neuen Disziplin Kunstgeschichte gehörte. In seiner Straßburger Zeit beginnt nun auch Dihios verstärkter Kontakt zur Denkmalpflege. Natürlich hatte er auch zuvor wissenschaftlich reichlich von den inzwischen vielfach erschienenen Inventarbänden profitiert, die im letzten Jahrzehnt des Jahrhunderts in allen deutschen Landen bearbeitet wurden. Und die Denkmälererkenntnis wurde dadurch enorm vorangetrieben. Die sich allmählich institutionalisierende Denkmalpflege sah ihre vorrangige Aufgabe in der Erfassung und der Erforschung der Kunstdenkmäler. Der praktische Umgang lag weitgehend in den Händen von Architekten. Deren Umgang allerdings mit den Denkmälern in Form einer stilreinen Retrorestaurierung, aber von der Zunft der Denkmalpflege, die zu dieser Zeit noch in einem Selbstfindungsprozess befand, noch nicht kritisiert wurde. Schon seit den 1860er Jahren kam von anderer Seite dafür verstärkt Kritik am Umgang mit den Denkmälern. Den Wilhelm Lübcke, der bekannte Kunsthistoriker, als Restaurationsfieber bezeichnete, angelehnt an die Kritik an ähnlich dramatischen Verunstaltungen mittelalterlicher Bauwerke in anderen Ländern. In England wurden die restauratorischen Arbeiten eines Gilbert Scott heftig durch John Ruskin kritisiert. In Frankreich entwickelte sich starker Widerstand gegen den sogenannten Vandalisme-Restaurateur, vertreten durch Eugène Viollet-le-Duc.
Viollet-le-Duc hatte die angewendete Praxis der damaligen französischen Denkmalpflege folgendermaßen beschrieben. Ich zitiere: Ein Gebäude restaurieren, das heißt nicht, es zu unterhalten, es zu reparieren. Es bedeutet vielmehr, es in einen Zustand der Vollständigkeit zurückzuversetzen, der möglicherweise nie zuvor existiert hat. Anführungszeichen, Ende des Zitats. Diese zu beobachtende, fehlgeleitete Sorge um die alten Zeugnisse der eigenen Vergangenheit, die oftmals aus mittelalterlichen Kirchen fast historisierende Neubauten werden ließen, griff weiter um sich, befördert auch durch den wirtschaftlichen Aufschwung im Zuge der Industrialisierung und in Deutschland weiter verstärkt durch die Reichsgründung 1871. Radikale Pugifizierungen mittelalterlicher Bauten, bei denen alle jüngeren Zeitschichten entfernt wurden und man stattdessen pseudo-mittelalterliche Teile hinzuerfand, waren an der Tagesordnung, wurden aber allmählich immer öfter kritisiert. Der schon erwähnte Kunsthistoriker Wilhelm Lübcke, der sich wissenschaftlich intensiv mit der mittelalterlichen deutschen Kunst beschäftigt hatte, war einer der ersten, der diese Kritik formulierte. Lübcke ist übrigens auch ein Beleg dafür, wie sehr die ersten denkmalkundlichen Inventare und Denkmaltopografien von der aufkommenden Kunstgeschichte genutzt wurden. In seiner bereits 1890 erschienenen umfassenden Geschichte der deutschen Kunst finden sich nur sehr spärlich Quellenbelege und Literaturangaben. Allerdings werden die ersten vor 1890 erschienenen Denkmalinventare von ihm immer wieder zitiert und zeigen die offenkundige Bedeutung dieser Denkmaltopografien für die Forschung. Sie werden das jetzt auf den Folien kaum erkennen, aber die rot eingefassten Bereiche sind Zitate, Hinweise auf Denkmalinventare. Lübkes 1861 erschienener Aufsatz, das Restaurationsfieber, ist ein sprechender Beleg für die Zustände und die Art, wie Denkmalpflege praktiziert wurde und zeigt die langsam aufkommende Kritik daran. Ich zitiere: Die Restaurationslust ist zum Fieber geworden, das in seiner Raserei im Begriff steht, die herrlichen Denkmäler unserer Vorfahren zugrunde zu richten. Zitat Ende. Man prächte die Denkmäler um ihren charaktervollen Ausdruck, so Lübcke. Lübcke kritisiert die Purifizierung durch Entfernung jüngerer Ausstattungsstücke, beispielsweise barocke Altäre in gotischen Kirchen, für die man stattdessen scheußliche, pseudogotische Neue einbaue. Die Schuld daran sieht Lübcke unter anderem bei den Architekten, die sich selbst verwirklichen wollten. Das ist kurz und knapp beschrieben die Situation der Denkmalpflege ausgangs des 19. Jahrhunderts. Schlagartig kam die Einsicht, dass man dringend eine Theoriediskussion bräuchte, um neue Grundsätze für die Denkmalpflege zu formulieren. Auslöser waren einerseits die rücksichtslose Zerstörung und damit der Verlust vieler Denkmäler wegen des wirtschaftlichen Aufschwungs und andererseits die Verunstaltung der überrestaurierten großen Monumente, die damit ihre Authentizität verloren. Ein das gesamte Reich beschäftigendes Thema sollte für die überfällige Theoriediskussion letztlich der Auflöser sein: der Streit um das Heidelberger Schloss. Wir können dieses spannende Kapitel der Denkmalpflegegeschichte hier natürlich nicht erschöpfend behandeln. Vielen der Zuhörer wird sie vielleicht auch bewusst sein. Einige wenige kurze Sätze sollen aber helfen, auch hierfür den Anteil Georg de Hios zu benennen. Direkt nach dem Sieg über den sogenannten Erzfeind Frankreich im Deutsch-Französischen Krieg 1871 kamen nationalistisch geprägte Ideen auf, die Ruine des Heidelberger Schlosses wieder aufzubauen. Der schöne Schlosskomplex, der aus einer mittelalterlichen Burg erwuchs, war von mehreren bedeutenden Bauten deutscher Renaissance, wie dem Gläsernen Saalbau, dem Ort-Heinrichs-Bau, dem Friedrichsbau bis hin zum englischen Bau zwischen 1544 und 1612 geprägt worden. Im Zuge des Pfälzischen Erbfolgekrieges wurde das Schloss jedoch von den Franzosen 1689 und 1693 zerstört. Seitdem war es Ruine. Nun sollte die Erinnerung an diese Schmach in der Art eines Revanchismus getilgt werden. Ab 1891 wurde in mehreren Expertengremien und Kommissionen
über Art und Umfang eines möglichen Wiederaufbaus gestritten. Allmählich stellte sich aber heraus, dass allen voran der Architekt Schäfer sich selbst am Heidelberger Schloss verwirklichen möchte, weshalb in der Diskussion auch von der Schäferisierung die Rede war. Schäfer war übrigens zuvor 1888 in Bremen mit seinen Vorstellungen, den Bremer Dom schöner zu machen, als er je zuvor war, gescheitert. Dies hat stattdessen aber ein anderer fertiggebracht, nämlich der Berliner Max Salzmann. Wir finden also auch an der Weser ein typisches Beispiel des Vandalismus-Restaurateurs. Um 1900 tobte also ein Expertenstreit um die Pläne Schäfers für den Wiederaufbau des Ott-Heinrichs-Baus, in dem sich nun auch Georg de Hio einschaltete und mit einer Flugschrift »Was wird aus dem Heidelberger Schloss werden?« und einer Festrede zum Kaisergeburtstag wichtige Grundsätze der deutschen Denkmalpflege formulierte. Zitiere de Hio: »Nichts ist berechtigter gewiss als Trauer und Zorn über ein entstelltes, zerstörtes Kunstwerk. Aber wir stehen hier einer Tatsache gegenüber, die wir hinnehmen müssen. Enttäuschung Trost suchen wollen wir nicht. Den Raub der Zeit durch Trugbilder ersetzen zu wollen, ist das Gegenteil von historischer Pietät. Wir wollen unsere Ehre darin suchen, die Schätze der Vergangenheit möglichst unverkürzt der Zukunft zu überliefern. Nicht ihnen den Stempel irgendeiner heutigen, dem Irrtum unterworfenen Deutung aufzudrücken.« Zitat Ende. Und dann bringt es die hier auf den Punkt. Zitat: »Nach langen Erfahrungen und schweren Missgriffen ist die Denkmalpflege nun zu dem Grundsatz gelangt, den sie nie mehr verlassen kann. Erhalten und nur erhalten. Ergänzen erst dann, wenn die Erhaltung materiell unmöglich geworden ist. Untergegangenes wiederherstellen nur unter ganz bestimmten, beschränkten Bedingungen.« Zitat Ende. Also verkürzt heißt das bei de Hio: konservieren, nicht restaurieren. Es ist bedauerlich, wenn Kunstdenkmäler zerstört sind, jedoch kann man zerstörte Zeugnisse nicht authentisch wiederherstellen. Parallel dazu schärften sich auch die Begriffe der Denkmalwerte, die sich durch de Hios Fernduell mit dem Wiener Kunsthistoriker und Denkmalpfleger Alois Riegel und dessen modernen Denkmalkultus verfeinerten. Riegels emotionaler Alterswert muss aus heutiger Sicht aber nicht dem von de Hio als bedeutender eingestuften historischen Denkmalwert entgegenstehen. Weitere viele Dinge ereigneten sich in diesen Jahren. Es war also zunächst gar nicht mal die amtliche Denkmalpflege, sondern die aufkeimende Heimatschutzbewegung sowie die Altertumsvereine, die wichtige Impulse gaben. 1899 tagten der Gesamtverein der Geschichts- und Altertumsvereine in Straßburg. Angesichts der anstehenden Grundsatzfragen des Denkmalschutzes beschloss man dort, eine eigene Kommission für Denkmalschutz zu gründen, der Hugo Lörsch als Jurist, Peter Bayeux als Archivrat, Peter Vallée Architekt, Gustav von Betzold Museumsleiter und Paul Klemen Kunsthistoriker und Denkmalpfleger vorstanden. Die Kommission beschloss als dringend notwendiges Beratungsorgan, den jährlich stattfindenden Tag für Denkmalpflege einzuführen, dessen erste Sitzung dann für 1900 in Dresden angesetzt wurde. Aber schon ein Jahr zuvor, 1899, wurde in Straßburg in dieser Kommission der Altertumsvereine auch der Vorschlag de Hios zu einem Denkmalhandbuch beraten und wohlwollend aufgenommen. Auf dem ersten Tag für Denkmalpflege, den die Kommission dann im September 1900 in Dresden organisierte, wurde eine schriftliche Eingabe beraten und beschlossen. Darin heißt es, zitiere: »Es gibt Aufgaben der Denkmälerstatistik, die durch die offiziellen Inventare nicht gelöst werden können. Wir bedürfen eines Mittels zur schnellen Orientierung. Ich beantrage deshalb die Herstellung eines Handbuches, welches seinem Begriff gemäß wenig voluminös, leicht transportabel, übersichtlich, bequem auf dem Schreibtisch wie auf der Reise zu benutzen sein muss.« Zitat Ende. In der Diskussion, wer solch ein Vorhaben umsetzen könne, wurde Paul Klemen ins Gespräch gebracht, der aber aus Gründen der Arbeitsbelastung ablehnte. Und so schlug man den Initiator dieser Idee, Georg de Hio, vor.
Aus der Kommission wurden Cornelius Gurlitt, August Lörsch und Adolf von Oechelhäuser als eine Art Herausgeberkollegium benannt. Nachdem dann auch die Finanzierung durch eine Unterstützung aus dem kaiserlichen Finanzierungsfonds abgesichert war, ging die HIO an die Arbeit und legte bereits 1905 den ersten Band vor, der Mitteldeutschland umfasste. Die HIO konnte dieses Projekt natürlich nicht allein umsetzen. Auch konnten weder er noch die vielen unterstützenden Mitarbeiter alle Objekte bereisen. Und so wurde vieles aus den bereits veröffentlichten Kunstdenkmälerinventaren übernommen, wie die HIO im Vorwort selbst angibt. Für noch nicht inventarisierte Gebiete wurden meist Mitteilungen von Provinzialkonservatoren, Bauämtern, Regionalforschern oder Pfarrern erbeten und ausgewertet. Für manches Denkmal in der Provinz gab es so nur einen kurzen Hinweis, was die Qualität und die Quantität mancher Einträge in den ersten Bänden erklärt. Die HIO war klar, dass das Handbuch ständig erweitert und aktualisiert werden müsse. Die ersten Ergänzungen nahm er noch selbst vor. Deutlich erweiterte Neuauflagen, bei denen auch immer wieder neue Mitarbeiter eingebunden waren, erschienen ab 1920. Bereits in dieser Zeit trat Ernst Gall als enger Mitarbeiter stärker in Erscheinung. Zwischen Georg de Hio und Ernst Gall entwickelte sich bereits in den 1920er Jahren eine enge Zusammenarbeit und die Weitergabe der Aufgabe wurde vereinbart. Am 19. März 1932 starb de Hio an seinem letzten Tätigkeitsort in Tübingen, wo er nach dem Ersten Weltkrieg, als er Straßburg verlassen musste, noch einmal lehrte. Meine Damen und Herren, zum Abschluss meines Vortrages sollen noch verkürzt die wesentlichen bibliografischen Stationen des Handbuchs der Deutschen Kunstdenkmäler aufgezeigt werden. 1905 erschien also der erste Band Mitteldeutschland. Bis 1912 folgten weitere 4 Bände, womit das gesamte damalige Deutsche Reich erstmals bearbeitet war. Dieser Ur-Dihio erschien komplett bei Wasmuth. Mitteldeutschland wurde bereits 1914 leicht ergänzt neu aufgelegt. Ab 1920 wurden dann deutlich erweiterte Neuauflagen bearbeitet, die, wie schon erwähnt, ab 1926 dann beim Deutschen Kunstverlag erschienen. Ab 1930 wurden diese Ausgaben mehrfach unverändert nachgedruckt. Nach dem Tode von Georg de Hio im Jahr 1932 übernahm Ernst Gall die Bearbeitung mit einer neuen Idee, nämlich einer Einteilung stärker nach Kunstlandschaften. 1935 erschien der erste Band Niedersachsen und Westfalen. Es kamen dann Bände heraus wie Rheinlande, Rheinfranken, Pfalz oder Rheinhessen. Bis zum Tode von Ernst Gall 1958 blieb diese nach Kunstlandschaften orientierte Aufteilung bestehen und erhielt mehrere Neubearbeitungen und Neuausgaben. Bereits im Jahr 1941 hatte sich zur Unterstützung von Ernst Gall die Vereinigung zur Herausgabe des de Hio Handbuchs gegründet, die 1958 dann nach dem Tode von Ernst Gall die Alleinverantwortung zur Weiterführung des Handbuches übernahm. Ab 1964 kamen unter die Regie der de Hio Vereinigung neue Bände heraus, jetzt aber streng an den Grenzen der Bundesländer orientiert, wobei die Bundesländer Bayern und Nordrhein-Westfalen aufgeteilt wurden. Die Bearbeitung erfolgte weitestgehend durch Mitarbeiter der Landesdenkmalämter. Für die DDR erfolgte im Einvernehmen mit der de Hio Vereinigung ab 1965 die Bearbeitung durch die Akademie der Wissenschaften der DDR, dann durch das Institut für Denkmalpflege. Seit der Deutschen Wiedervereinigung liegt die Verantwortung wieder ganz bei der de Hio Vereinigung. Zwischenzeitlich war das Interesse an einem wissenschaftlichen Kunstdenkmälerhandbuch so groß geworden, dass die Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt eine eigene Lizenzausgabe herausgab, neben den weiterhin beim Deutschen Kunstverlag erschienenen Bänden. Mit dem Erfolg kamen dann auch Konkurrenzprodukte auf den Markt. Sogar gab der Reklam-Verlag die Reklam-Kunstführer heraus,
die auch auf andere europäische Länder ausgeweitet wurden, womit diese besonders für Italien, Frankreich oder Spanien Reisende sehr wertvoll wurden. Auch andere Länder starteten dem Vorbild des DEHIO folgend ähnliche Handbücher. So die ab 1951 erschienenen 46 Bände Buildings of England, begründet vom deutschen Kunsthistoriker Niklas Pevsner. Erwähnt werden sollten auch die Guide du Patrimoine für Frankreich, von denen allerdings bisher nur 5 Bände fertiggestellt wurden. Zudem erschienen seit 1933 und dann besonders ab 1953 auch Österreich die HIOS, Handbücher der Kunstdenkmäler in Österreich. Hier ist das Bundesdenkmalamt in Wien Herausgeber und der Schroll Verlag in Wien hat die verlegerische Verantwortung. Zudem erscheint seit 1993 in Zusammenarbeit zwischen dem Marburger Herder-Institut für historische Ostmitteleuropa-Forschung und dem Polnischen Zentrum für Dokumentation und Erforschung der Denkmäler sowie zusätzlich der Universität Krakau DEHIO Handbücher für Polen. Frisch erschienen sind in dieser Reihe beim DKV im Jahr 2020 3 Bände für Kleinpolen. Ebenfalls vom Herder-Institut koordiniert werden in Zusammenarbeit mit anderen Partnern und unterstützt durch die Böcklinger Mare Baltikum Stiftung aktuell die Bände für die baltischen Staaten vorbereitet. Trotz neuer Wege für den DEHIO wird auch die bandweise Neubearbeitung weiter zu verfolgen sein. Eine Neubearbeitung des Thüringen-Bandes wird 2023 erscheinen. Planungen für eine Neubearbeitung des Bandes Bremen-Niedersachsen laufen an. Und auch die Überarbeitung älterer bayerischer Bände bleibt ein drängendes Anliegen, dem wir als die HIO-Vereinigung weiter nachgehen wollen. Meine Damen und Herren, parallel zu dem, was ich Ihnen beschrieben habe, sind wir seit Sommer 2020 auch in eine neue Zeit aufgebrochen. Gefördert von der Beauftragten für Kultur und Medien bei der Bundesregierung hatte die HIO-Vereinigung mit ihren Partnern besonders dem Deutschen Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte, Foto Marburg, der Thüringischen Landesbibliothek Jena und dem Digikult-Verbund eine Digitalisierung aller DEHIO-Bände gestartet. Dabei werden nicht nur die Texte objektweise in eine frei zugängliche Datenbank überführt, sondern es werden auch strukturierte Kerndaten, sozusagen Schlagwörter und vor allen Dingen Informationen zu Baudaten, Künstlern, Bauaufgaben und eine Georeferenzierung verfügbar sein. Auch eine Bildanbindung soll es geben. Aber, meine Damen und Herren, das ist ein ganz eigenes Thema, das den Rahmen des heutigen Vortrages sprengen würde, denn heute war dieser Vortrag dem Buch gewidmet. Vielen Dank.